Heute geht es um deine berufliche Erfüllung und finanzielle Unabhängigkeit im Zusammenhang mit deinem Seelenpartner in deiner Seelenpartnerschaft. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du für dich verstehst, wenn du dir eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft wünschst, wenn du dir überhaupt wünschst, dass dein Seelenpartner in dein Leben kommt, dass du deine Erfüllung ganzheitlich siehst, dass du sie ganzheitlich lebst. Das heißt, dass du dir jetzt deine Maßanfertigung in der Liebe gönnst, deine Maßanfertigung im Business, also deine berufliche Maßanfertigung, dass du dir deine komplette Maßanfertigung deines Lebens gönnst, nämlich deinen Seelenplan zu leben. Und das bedeutet, unabhängig zu sein, selbstbewusst zu sein, in deiner Selbstliebe zu sein und dein Leben zu genießen. Dich nicht mehr zu limitieren, sondern jetzt in deine Fülle zu gehen. Und dafür wollen wir uns heute anschauen, warum das so wichtig für deine Seelenpartnerschaft ist. Denn die ist ja komplett anders aufgebaut als das alte Beziehungsmodell. Und wir wollen uns natürlich anschauen, wir sind in eine neue Welt gestartet. Was passiert da gerade? Weil da verändert sich beruflich ganz, ganz viel, dass du da vorbereitet bist. Und wir wollen uns natürlich auch anschauen, wie du das alles am besten machst. Alles noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Moin Magic Soul, wir sind Annette und Easy. Meine Seele, heute wieder live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz das alte Beziehungsmodell anschauen, was ja über Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte, wie lange auch immer gelebt wurde, wo der Mann rausgegangen ist, hat das Geld verdient und die Frau ist zu Hause geblieben und hat ihm das Nest schön gemacht. Jetzt mal ganz platt gesagt. War es ja immer so, dass die Frau ja immer in einer gewissen Abhängigkeit finanziell vom Mann war. Und das wurde, glaube ich, auch sehr oft ausgenutzt. Wir als Frauen waren in dieser Abhängigkeit. Ich sage dir ganz ehrlich, das steckt noch ganz, ganz viel in uns drin. Dass wir noch diesen Mangel haben, dass wir noch nicht in unseren Wert gegangen sind, dass wir noch nicht wissen, was wir überhaupt wert sind. So, aber das können wir jetzt ändern und das ist ja das Schöne daran. Und da bist du bestimmt auch schon bei, hervorragend. High five. So, also. Und das gilt es jetzt ja anders zu leben. Und das ist ja das Schöne bei einer Seelenpartnerschaft. Da geht es um Augenhöhe, da geht es um Gleichberechtigung. Das heißt aber auch, dass eben jeder auch seine Erfüllung leben kann. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin total erfüllt, Mutter zu sein und Familienmanagerin. Perfekt, wunderbar, ne? Also das meine ich überhaupt nicht. Wenn das für dich deine Erfüllung ist, ist es doch super. Es kann auch sein, dass es deine Erfüllung war, in deinem alten Kapitel sozusagen. Und wenn sich jetzt gerade deine Situation geändert hat, dass du deinen Seelenpartner getroffen hast und jetzt dein ganzes Leben neu gestalten sollst sozusagen, kann es durchaus sein, dass das wirklich ein wichtiger Bereich in deinem Leben war und das war alles super und das war alles gut so. Du weißt, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, es gibt auch Seelenaufträge sozusagen, die vor dem Treffen mit dem Seelenpartner oder bevor die zusammenkommen, letztendlich gelebt werden, eben Mutter sein oder eben in dieser Ehe zu sein. So. Nun gilt es aber, wirklich in die Unabhängigkeit zu gehen, denn darauf baut die Seelenpartnerschaft auf. Es geht nicht mehr um Abhängigkeiten, du musst mich glücklich machen, dies, sondern es geht um Selbstverantwortung. Und ich meine, wie schön ist denn das, wenn beide Partner auch beruflich ihre Erfüllung leben? Weil du darfst immer nicht vergessen, es ist jetzt so nicht mehr so diese Grenzen gesteckt, sondern es geht jetzt um das Ganzheitliche. Das heißt, wenn du deine Erfüllung sozusagen deiner Seelenpartnerschaft lebst. Was bedeutet denn das? Das bedeutet ja, Seelenpartner, weißt du, ist der Weg zu dir, dass du dich ja immer mehr entdeckst. Du wirst ja immer neugieriger, was in dir steckt. Du entdeckst ja immer mehr das Wunder, welches du bist, das Geschenk, welches du bist. Und je mehr du es auspackst, desto mehr Fähigkeiten und Werte kommen ja letztendlich zum Vorschein. Und das ist ja das Spannende. Das heißt, du kannst ja nicht die Tür zumachen sozusagen zu deiner Partnerschaft und sagen, was da draußen passiert, ist mir egal. Sondern da wird der Wissensdurst mehr werden, da wird die Neugierde mehr werden. Warum? Moment mal, weil du deinen Wert immer mehr erkennst und für dich auch immer mehr spürst, Moment mal, warum bin ich eigentlich hier? Habe ich hier noch mehr zu geben? Und was noch geben möchtest, dass da noch ein Potenzial in dir ist, was vielleicht noch gar nicht gesehen wurde, was noch schlummert, aber was jetzt gesehen werden möchte, was jetzt gelebt werden möchte. Und das ist dann zum Beispiel deine Seelenaufgabe. Aber jetzt wollen wir erstmal bei deiner Seelenpartnerschaft bleiben. Und das Schöne bei einer Seelenpartnerschaft ist ja, dass ihr euch das ganz neu erschaffen und gestalten könnt, wie ihr leben wollt. Das kann aber auch durchaus sein, dass du sagst, nee, Annette, wir haben uns das aber so vorgestellt, er verdient das Geld und ich mache zum Beispiel das und das oder umgekehrt.
Alles gut, da spricht auch nichts dagegen. Wichtig ist, dass ihr den Werteausgleich habt. Und das war das, was in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrzehnten, Jahrtausenden nicht beachtet wurde. Der Werteausgleich. Also wenn du zu Hause bleibst und das zu Hause schön machst, dass das einen Wert hat. Weil das war für viele oft selbstverständlich. Und das wird in der Seelenpartnerschaft sehr wertgeschätzt. Da ist nichts einfach selbstverständlich, was der andere macht, sondern es geht sehr viel um Dankbarkeit und sehr viel um Wertschätzung. Es geht um wahrhaftige Liebe. Und da wird es wertgeschätzt, was der andere macht. Also wie ihr euch das aufteilt, das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Aber du verstehst, was ich meine. Wenn du dich nicht mehr in die Abhängigkeit begibst von deinem Partner. Weil wenn eben nicht mehr diese Abhängigkeiten da sind, wenn nicht mehr dieses Ungleichgewicht da ist, könnt ihr natürlich euch etwas ganz anderes erschaffen und ihr könnt ja diese Liebe, eure Partnerschaft ja auch viel, viel besser genießen. Und ich meine, wie toll ist denn das, wenn ihr beide eure Erfüllung lebt und abends nach Hause kommt oder euch trefft und euch austauscht oder vielleicht baut ihr euch ja auch ein gemeinsames Business auf, wo ihr beide drin aufgeht. Ich meine, was für eine Erfüllung. Und dann könnt ihr dazu noch diese tolle Liebe leben und das miteinander kombinieren. Und es geht jetzt darum, dass alles zusammenfließt, dass wie gesagt nichts mehr separiert ist. Ne? Ich mache jetzt meinen Job. Und den finde ich doof und dann gehe ich nach Hause und das ist vielleicht ganz cool da oder vielleicht auch nicht. Darum geht es nicht mehr, sondern es geht jetzt darum, wirklich die Tür aufzumachen, das Tor zu öffnen sozusagen, um wirklich eure Erfüllung zu leben. Und das ist das Spannende daran. Und es hilft dir zum Beispiel auch in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess. Angenommen, du befindest dich noch in deiner alten Ehe sozusagen, bist aber finanziell abhängig von deinem Mann, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich jetzt nicht in die nächste Abhängigkeit begibst, also zu deinem Seelenpartner, um dort das Gleiche zu leben. Habe ich ja auch neulich drüber gesprochen. Ihr müsst euren Rucksack auspacken. Natürlich packt ihr auch einen Teil eures Rucksacks zusammen aus. Es ist ja ein Wachsen und Reifen auch in der Seelenpartnerschaft. Das stoppt ja nicht, wenn ihr dann zusammen seid, sondern das geht ja weiter, das ist ja das Schöne daran, sondern dass du für dich eben auch jetzt generell, ich meine, es ist dein Leben, das sollst du nicht abhängig machen von einem Mann, egal Seelenpartner hin oder her, sondern es ist dein Leben und das lebst nur du und dieses Leben lebst nur du einmal und deine Seele hat dich mit ganz besonderen Fähigkeiten ausgestattet, mit deiner Seelenaufgabe. Dass du das hier lebst, dass du das gibst, du hast eine ganz besondere Gabe und die sollst du geben. Aber da erzähle ich gleich noch was dazu. Das heißt, dass du jetzt für dich schon mal überlegst, wie kann ich mich finanziell aufstellen, wie kann ich mich finanziell unabhängig machen, dass ich nicht von der einen Abhängigkeit in die nächste rutsche. Denn bei einer erfüllten, glücklichen Seelenpartnerschaft geht es um Gleichberechtigung, es geht um Unabhängigkeit, es geht um Freiheit. Denn worum geht es in der neuen Zeit? Um deine Maßanfertigung deines Lebens, um deinen Seelenplan. Das heißt darum, dass du selbst bist, dass du dein Leben aus dir herausgestaltest, dass du dich nicht mehr abhängig machst vom Außen oder von überhaupt jemandem, sondern dass du in dir bist, in deiner Kraft, in deiner Stärke. Es geht um Gleichberechtigung, es geht um Unabhängigkeit, es geht um Wertschätzung. Das, was auch für deine Seelenpartnerschaft gilt, das, was auch in deinem Business gilt, das gilt jetzt überall. Das heißt, das, was in der alten Welt ja noch gelebt wurde, dieses Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Abhängigkeiten, oft die Ungerechtigkeiten, die dort noch passiert sind, das verändert sich alles. Denn es geht um Selbstverantwortung, um Eigenverantwortung und das machst du in der Selbstständigkeit. Das heißt, diese 9-to-5-Jobs, diese, wo du das Geld meistens ja weitergereicht hast, also sozusagen du hast das Geld weitergereicht für deine Miete, für all die ganzen Dinge, die du da zahlen musstest, da hast du ja wenig für dich letztendlich auch gehabt, sondern du hast ja eigentlich dafür gearbeitet, um diese Rechnung zu bezahlen. Darum geht es ja nicht mehr, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass du auch etwas tust, was dich erfüllt, wo du deinen Mehrwert geben kannst, wo du das, die Fähigkeiten, mit denen dich ja deine Seele extra ausgestattet hat, die du hier leben sollst, dass du sie lebst, weil das etwas ganz, ganz Besonderes und Einzigartiges ist, was du hier geben kannst. Das heißt, dass diese Jobs weniger werden. Es wird viel von KI übernommen werden. Damit möchte ich jetzt keine Angst machen. Es wird etwas Neues geben. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die in die Selbstständigkeit gehen, weil es um Selbstverantwortung geht, um selbstständig, um selbst etwas zu tun, um das Selbst. Und das ist das Spannende. Das heißt, also wenn du dich jetzt noch in deinem 9-to-5-Job befindest sozusagen, aber schon länger spürst, da wartet etwas ganz Besonderes auf mich oder ich habe etwas ganz Besonderes zu geben,
hier, ich kann noch viel, viel mehr als das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist es ein ganz, ganz sicheres Zeichen, dass du dein Calling von deiner Seele bekommen hast, wirklich deine Seelenaufgabe zu leben. Und da wären wir eben auch schon an dem Punkt, was kannst du konkret tun? Ganz, ganz wichtig ist für dich, dass du für dich nochmal checkst, Moment mal, in welchen Bereichen lebe ich noch nicht meine Erfüllung, wo kann ich noch etwas verändern? Das wäre zum einen beruflich, da ist noch ein Potenzial, was noch schlummert, was geweckt werden möchte, dann auf alle Fälle dich sozusagen auf die Suche begeben. Aber ganz, ganz wichtig ist auch, dass du wirklich auch exakt deinen Weg findest, weil es bringt nichts, habe ich auch oft drüber gesprochen, wenn du immer irgendwie so in der Seitenstraße rumläufst, dann wird dich das nicht erfüllen, sondern es muss wirklich dein Seelenweg sein. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich jetzt Seelenaufgaben channel, wie wichtig das ist wirklich, dass wir da genau in diesen Weg reingehen, dass du genau weißt, was das ist. Das Schöne ist, dass sich deine Seelenaufgabe ja mit dir weiterentwickelt. Das ist ja kein Stillstand, genauso wie die Seelenpartnerschaft auch kein Stillstand ist, sondern es blüht immer mehr auf. Das wird ein wunderschöner Blumenstrauß in dem, was du auch mit deiner Seelenaufgabe machst. Das ist nie eine Sackgasse, sondern das ist immer etwas, was sich weiterentwickelt, was immer größer wird, was immer schöner wird, was immer noch spannender wird als das, was du machst. Und das ist das Tolle, weil du auch da auch reinwachsen darfst, genauso wie in die Seelenpartnerschaft und dich dort ja auch immer mehr entdeckst, das Wunder, welches du bist. Und das ist das Spannende, das nimmt ja keinen Halt. Egal, ob du anfängst, von deiner Seelenpartnerschaft sozusagen den Weg zu dir zu finden oder eben über deine Seelenaufgabe, dann wird auch dein Seelenpartner in dein Leben kommen. Das ist das Spannende. Das hängt jetzt alles miteinander zusammen. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich jetzt einfach guckst, was passiert da gerade in meinem Leben? Guck dir deine einzelnen Bereiche an und guck mal, wie du daraus ein Ganzes machen kannst. Und vor allen Dingen finanzielle Unabhängigkeit. Habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Ganz, ganz wichtig für uns Mädels. Wir haben da teilweise ein katastrophales Mindset, was Geld angeht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da ein neues Verhältnis bekommen. Dass wir ein neues Verhältnis bekommen zu unserem Wert. Weil was ich vorhin schon meinte, es steckt immer noch in uns drin, dass wir uns noch viel zu wenig wertschätzen. Dass wir uns noch viel zu sehr unter den Scheffel stellen, sozusagen unseren Wert noch gar nicht richtig leben können. Und das ist wichtig in der Seelenpartnerschaft, dass du dort deinen Wert erkennst und lebst, genauso im Beruflichen, in deinem ganzen Leben. Weil du wirst merken, dann wird sich dein Leben komplett verändern, wenn du das für dich einmal verstanden hast, wenn du einmal deinen Selbstwert gefunden hast. Ist egal, ob da oder da oder da. Das wirkt sich positiv auf dein ganzes Leben aus. Das ist mega, mega cool. Auch wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden den Seelenplan channel. Das ist eine ganz intensive, eine ganz wunderschöne 1:1-Arbeit. Das ist so toll, wo die Seele kennengelernt wird, ist auch bei der Seelenaufgabe und so. Überhaupt so dieses Ganze mal zu sehen, warum man hier ist. Und das Schöne ist, dass da immer die Seelenpartner ins Leben kommen. Das ist mega cool. Wenn du einmal anfängst, dein Leben zu betrachten und nicht alles so separiert, sondern dann deine Erfüllung auch lebst oder findest in deiner Seelenaufgabe, das ist alles eins und das ist das Spannende. Wenn du mit einer Sache anfängst, darf das andere auch blühen und möchte erweckt werden. Und das ist das Wichtige, dass du anfängst. Egal, wo du anfängst. Hauptsache, du fängst an, wirklich deinen Seelenplan zu leben, deinen Wert zu erkennen, deine wundervollen Fähigkeiten, das Wunder, welches du bist. Die Neugierde zu haben, wirklich dich immer mehr kennenzulernen, immer mehr auch du selbst zu sein und annehmen zu können. Das können wir Frauen nämlich gar nicht gut. Geben, wir können so viel geben und geben und geben, aber dieses Annehmen, hey, ich darf auch was bekommen dafür, ich darf einen Wert aufrufen, und ich muss mich dafür nicht schämen, sondern ich darf meinen Wert leben. Das ist etwas ganz, ganz anderes als das, was viele, viele Frauen vor uns oder auch jetzt noch leben. Und egal, in welchem Bereich du eben auch anfängst, dich deinem Seelenplan sozusagen zu nähern, wird schon allein da ein Wunder geschehen. Und das wird sich schon so positiv auf all deine Bereiche deines Lebens auswirken. Du wirst merken, es ist eins. Du musst nichts mehr separieren. Und das ist das Schöne daran. Und das finde ich faszinierend an der neuen Zeit. Also check nochmal, wo es noch hapert mit deiner Erfüllung und vor allen Dingen auch mit deiner Unabhängigkeit. Wo bist du noch nicht unabhängig? Weil das ist ja das Schöne zum Beispiel,
Auch wenn du dich mit einer Freundin triffst oder mit einem Freund triffst. Was ist da? Da ist doch keine Abhängigkeit da, oder? Und das ist das Schöne. Da ist eine Gleichberechtigung da. Und das ist das, was jetzt gelebt werden soll. Und jetzt stell dir mal vor, deine Erfüllung zu leben in der Liebe und im Business. Das heißt, in beiden Bereichen, in allen Bereichen deines Lebens darfst du sein, wie du bist. Du darfst immer mehr dieses Wunder, welches du bist, entdecken, immer mehr dieses Geschenk auspacken, immer mehr deine Gabe leben, ob in der Seelenpartnerschaft oder in deinem Business. Du darfst zusammen sein mit den Menschen, die du liebst, deinem Seelenpartner, deinen Freunden, deiner Familie, mit deinen Kunden, deine Seelenkunden. Das sind so wundervolle Menschen und Seelen. Das ist der Hammer, was deine Seele für dich ausgesucht hat. Also ich kann nur an dieser Stelle sagen, danke, das ist ganz, ganz, ganz toll. Das ist ganz, ganz besonders. Und merkst du, was dann passiert, wenn du dich immer mehr traust, auch deinen Wert zu erkennen und den zu leben? Schreib das gerne mal in die Kommentare, was das gerade mit dir macht. Ich bin mega gespannt drauf. So, und wenn wir dir bei deiner beruflichen Erfüllung, sprich Seelenaufgabe, Seelenbusiness, bei deinem Seelenplan oder auch bei deiner finanziellen Unabhängigkeit, weil das hängt ja alles zusammen, habe ich ja gerade drüber gesprochen, helfen sollen, schau gerne auf meiner Webpage vorbei, annettebaumeister.com. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Ciao von Now We Love You, Du bist Magic. Deine Annette und Easy.